Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich heiße Sie herzlich willkommen heute zum Abendgebet. Heute ist ein Feiertag. Sie werden sich wundern, es ist doch heute nicht frei. Ja, es ist ein Feiertag, der in fast keinem Ort der Welt noch Feiertag ist. Aber da, wo ich herkomme, in Sachsen, ist an diesem Tag heute frei. Am Buß- und Bettag. Ich möchte Sie auch heute einladen, mit mir diesen Tag in diesen Minuten der Meditation, der Reflexion, des Zusammenkommens mit Gott zu bedenken. Wir beginnen mit dem Gebet von Worten des Psalms 130. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Lesung aus dem Lukas-Evangelium im 7. Kapitel, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen, und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Mich bewegt diese Szene sehr. Sie wird in den Evangelien in verschiedenen Varianten erzählt. Hier berichtet der Evangelist Lukas von einer Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie hatte wohl einen sehr schlechten Ruf.
Wir erfahren aber nichts Genaueres darüber, was die Gründe dafür waren. Was hatte sie wohl Schlimmes getan, dass sie so genannt wurde? Was auch immer ihre Schuld war, welche Worte sie anhören musste, welche Blicke ertragen und soziale Ausgrenzung erleiden. Diese Frau trug schwer. Sie trug so viel mit sich, dass sie den großen Drang verspürte, dieses starke Bedürfnis hatte, Jesus zu sehen und ihm etwas Gutes zu tun. Ungeachtet all der Hindernisse. Denn als Frau war es ihr nicht gestattet, sich einem unbekannten Mann zu nähern, ihn gar zu berühren. Außerdem noch im Hause eines Pharisäers, der nicht gerade begeistert war. Vor Jesus kann sie sich nicht mehr zusammennehmen, lässt alles los, was sie bewegt, und weint haltlos. Ihre Last ist zu groß, die Tränen laufen so sehr, dass damit die Füße Jesus gewaschen werden können. Dem Gastgeber ist es unangenehm, was da geschieht. Es ist ein Skandal, so wie es Jesus schon einen Augenblick vorher andeutete, dass er Anstoß, Skandal für andere sein könnte. Jesus lässt die Frau sein. Er nimmt ihr Empfinden an, ihren Drang zu weinen, zu berühren. Er kennt, was in ihrem Herzen vorgeht. Er ist von ihren Tränen bewegt. Er versteht. Das ist es, was die Frau gerade braucht, ihn zu berühren. Es ist ein sehr intimes, ja fast erotisches Zusammentreffen. Jesus fühlt sich geliebt von diesem Waschen und von diesen Küssen. Und die Frau erleichtert sich von ihren Sorgen. Ihre Zusammenkunft endet mit der Zusage: Dir sind deine Sünden vergeben und dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Das geschieht in diesem so intimen, gefühlvollen und für beide so bedeutsamen Moment. Vergebung der Sünden. Ja, die Sünden anvertrauen. Gestehen ist etwas Persönliches, Intimes und gefüllt mit Gefühlen. Aber es ist auch ein sehr tiefes Bedürfnis, das Hindernisse, Vorurteile und Verbote überschreitet. Wenn du Jesus, wenn du Gott deine Sünden anvertraust, dann gibst du sie jemanden hin, der sich mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen in Verbindung setzt. Jemand, der dir keine Vorwürfe macht und dich schief anschaut. Im Gegenteil, jemand, der dich für deinen Mut bewundert, mit deinem Schmerz weint, deine Zärtlichkeit genießt. Jemand, der dich aufhebt und dich dazu ermutigt, es besser zu machen. Ja, für die Anwesenden war es ein Skandal. Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt, ging ihnen durch den Kopf. Ja, manchmal kann man Sünden nicht vergeben. Wir sind begrenzt in unserer eigenen Zerbrechlichkeit, weil wir uns vor Gefahren schützen müssen und weil uns manchmal die Barmherzigkeit fehlt. Gott aber hat diese Fähigkeit zu vergeben und zu erneuern. An diesen
Buß und Bettag wünsche ich dir, wünsche ich uns dieses intime Zusammentreffen, was die Frau mit Jesus erlebt hat, damit du all deine Fehler, Sünden, schlechten Gefühle und Gedanken ganz frei vor Gott bringen kannst. Es ist schließlich Buß- und Bettag. Dieses Anvertrauen kann im Gebet geschehen. Buße heißt Umkehr zu Gott. Es geht nicht nur darum, dass du dich auf gezwungene Weise als schlecht und sündhaft erkennst und dir auf die Brust schlägst, sondern dass du dich Gott annäherst, ihm vertraust, dich ihm anvertraust mit allem, was du mit dir trägst, so wie es die Frau getan hat. Dass du dich als den und diejenige erkennst, die du bist, und deine Hoffnung stärkst, dass du es besser machen kannst, besser sein kannst. Amen. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehrt zu mir und meine Bitte öffne. Denn so du willst das Sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann, Herr, vor dir bleiben? Und ob es wird bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen. So tu Israel rechte Art, der aus dem Geist erzeuget ward und seines Gottes erharre. Wenn wir uns jetzt im Gebet zu Gott wenden, dann können wir das tun, indem wir an diese Zusammenkunft denken, die diese Frau mit Jesus hatte, an seine Annahme, an seine Zärtlichkeit, an seine Freude über ihre Hingabe, über ihr Vertrauen zu ihm. Gott nimmt uns an, Gott liebt uns, liebt dich und mich. Wir beten. Gott, Mutter und Vater, in deine Hände legen wir all das, was uns belastet und Sorgen bereitet. Wir bekennen vor dir unsere schlechten Gedanken, unsere bösen Worte, die Ignoranz und den Schaden, den wir anderen angerichtet haben. Einige Dinge taten wir ohne Absicht, andere aufgrund von unserer Hochmut, unserem Neid, unserer Ignoranz und der Gier nach Macht. Wir gestehen dir, dass wir nicht in deinem Willen gehandelt haben. Wir bekennen dir, dass wir das Leben mit Füßen getreten haben. Wir bitten dich, stärke unser Vertrauen in dich, damit wir zu dir kommen können, damit wir ehrlich sein können, damit wir wieder aufstehen können und auf bessere Art und Weise handeln in deinem Geist. Wir bitten dich für diejenigen, die besonders viel Schaden angerichtet haben. Wir bitten dich für die Täter. Wir bitten dich für alle, die Schuld auf sich geladen haben. Bitten dich für diejenigen,
die sich als Sünder fühlen, die Sünder genannt werden. Auf dass sie deine Liebe und deine Barmherzigkeit erfahren. Auf dass sie die Möglichkeit erhalten, das zu sehen, was sie angerichtet haben, auf aufrichtige Art und Weise. Auf dass sie dir auch ihren Schmerz anvertrauen können und einen Weg finden, um sich zu ändern und zu bessern. Wir bitten dich für alle, die aufgrund von Gewalt leiden, aufgrund der Boshaftigkeit von anderen. Und wir bitten dich für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben. Gott, wir bitten dich um Gesundheit, um Kraft und um Frieden in den Herzen. Mach es möglich, dass jeder von uns bei dir weinen kann und sich in deinen Armen erleichtern kann. Denn du bist Zuflucht und Hoffnung. Wir danken dir für alle diejenigen, denen du die Macht der Vergebung und der Annahme gegeben hast, damit deine Liebe und deine Fürsorge erfahren werden kann. Gott, all das, was uns bewegt, legen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns in Gottes Hand legen und bitten um seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame und gesegnete Nacht. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, aufmerksam zu sein auf die nächsten Informationen, die wir Ihnen geben werden, denn wir hoffen darauf, dass wir schon sehr bald mit Gottesdiensten in unserem Kirchgebäude in Lothar beginnen können.